aus aktuellem Anlass, ihr habt es wahrscheinlich in der Beschreibung schon gelesen, will ich euch zeigen, wie ihr bei einem MacBook Pro die Festplatte wechselt und all eure Daten ganz einfach und sicher übernehmen könnt. Bei mir ist es jetzt soweit, dass meine Festplatte eben voll ist und ich sie durch eine größere ersetzen wollte. Und da ich jetzt eigentlich doch längere Zeit gebraucht habe, um alle nötigen Infos aus dem Internet zusammenzusuchen, dachte ich, ich erstelle einfach ein Video, in dem ich euch Schritt für Schritt zeige, wie ihr euer MacBook Pro aufschraubt, die Festplatte tauscht und die neuen Daten übernehmt. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video und wir sehen uns dann nachher nochmal. Bevor ihr eure Festplatte tauscht, müsst ihr natürlich erstmal alle eure Daten sichern. Hierzu liefert Apple schon ein wirklich gutes Programm mit, das sich Time Machine nennt. Ihr schließt einfach eine leere Festplatte an euren Mac an, was eben mindestens genauso eine Kapazität wie eure jetzige Festplatte hat. Richtet das Ganze dann als Time Machine ein. Da wird euch gleich gefragt, wenn ihr die anschließt, öffnet ihr Time Machine. Geht dann einfach in die Optionen und wählt die entsprechende Festplatte aus. Bevor ihr dann das Austauschprogramm starten wollt, empfiehlt es sich nochmal ein Backup zu machen. Hierzu öffnet ihr einfach hier oben die Time Machine Option und klickt auf Backup jetzt starten. Jetzt wird dann ein Backup auf der Festplatte erstellt, die man dann auch hier auf meinem Bildschirm noch sieht. Der Laptop ist jetzt also von meinem externen Monitor abgestöpselt. Unser Backup wurde erstellt, aber bevor wir das Ganze jetzt starten, brauchen wir natürlich noch ein Medium, von dem wir Line booten können. Da Line ja nicht mehr auf einer DVD ausgeliefert wurde, sondern nur noch im Mac App Store runtergeladen werden konnte, muss man in diesem Fall etwas runterladen. Da gibt es auf der Apple-Webseite einen Link, den tue ich euch natürlich unten in die Beschreibung. Und der dient dazu, einfach eine Art Line-Version auf einen USB-Stick zu erstellen. Dazu steckt ihr einfach euren USB-Stick in euren Mac und startet dann die DMG-Datei, die ihr von meinem Link heruntergeladen habt. Dann werdet ihr Schritt für Schritt durchgeführt, bis ihr eben diesen Stick als Installationsstick installiert habt und den müsst ihr dann nachher einstecken. Wir fangen jetzt also ganz klassisch an. Was brauchen wir? Erstmal genügt ein einfacher Kreuzschraubenzieher, unser MacBook Pro, und wir entfernen die Rückplatte. Hierzu entfernen wir einfach alle Schrauben, die sich außenrum befinden. Hier macht es Sinn, wenn man die sich dann nachher einfach in der entsprechenden Reihenfolge hinlegt, da sie unterschiedlich lang sind. Es gibt welche Schrauben, die sind etwas länger, andere sind etwas kürzer. Ihr legt euch das am besten einfach so nach, wie ich es hier oben mache. Dann weiß man nachher wieder, wo welche Schraube hingehört. Normalerweise sind eh alle kurz, bis auf drei obere. Wer sich das merken kann, der kann auch auf diesen Schritt verzichten und kann sich das Ganze einfach oben hinlegen. Hat man jetzt alle Schrauben entfernt, kann die Rückplatte abgenommen werden. Man nimmt sie einfach an einem entsprechenden Punkt und probiert sie eben anzulupfen. Wenn man dann einen Griff gefunden hat, nimmt man das, rüttelt etwas daran und schon wird die Platte abgenommen. Die können wir es zur Seite legen. Unsere Festplatte befindet sich jetzt hier. Hier ein neues Modell. Was ist wichtig zur Festplatte? Sie muss bestimmte Kriterien erfüllen. Sie darf maximal 2,5 Zoll hoch sein und darf nur 9,5 mm haben. Also die Maße 2,5 Zoll mal 9,5 mm. Wenn wir jetzt die Festplatte entfernen wollen, müssen wir zuerst mit unserem Kreuzschraubenzieher eine Plastikrand entfernen. Der befindet sich hier, das sind zwei so Sicherungen. Das sind einfach zwei schwarze Schrauben. Die nimmt man und schraubt sie ab. Die sind hier an so einem Plastikgestänge. Die halten die ganze Festplatte etwas fest. Diesen Schlitten nimmt man dann einfach hinaus und man sieht, es sind einfach hier diese kleinen schwarzen Schrauben, die das Ganze absichern. Haben wir diese Sicherung entfernt, kann man die Festplatte schon herausnehmen. Das ist also wirklich ein ganz einfacher Schritt. Und was wir jetzt als nächstes nur machen müssen, wir drehen sie um und sehen es hier, dass das Ganze mit einem Kabel verbunden ist. Das ziehen wir einfach hinaus und die alte Festplatte ist schon entfernt. Man sieht also, es geht kinderleicht. Hier oben war unsere Steckverbindung, die wir jetzt herausgezogen haben. Und wir haben die alte Festplatte mehr oder weniger schon ausgebaut. Wenn man die Festplatte also jetzt entfernt hat, sieht man hier noch diese kleinen Halterungen, jeweils zwei an einer Seite. Die sind bei der neuen Festplatte nicht dabei, müssen also von der alten abgeschraubt werden und die neue übernommen. Was brauchen wir hierzu? Einen Torx 6, das ist doch schon relativ klein, werden die meisten wahrscheinlich also kaufen müssen. Einfach hier an allen vier
alle vier Schrauben an beiden Seiten abschrauben und in die neue Platte übernehmen. Nachdem wir jetzt an unsere neue Festplatte die vier Halterungen angebracht haben, gehen wir einfach in rückwärtiger Reihenfolge vor. Sprich, wir nehmen unser Verbindungskabel und stecken das vorsichtig an die neue Festplatte. Und jetzt rasten wir einfach als erstes an der Unterseite ein, legen die Festplatte rein, nehmen jetzt unsere Halterung, die wir vorher abgeschraubt haben, schrauben diese wieder fest, schließen dann wieder den Aludeckel und schrauben erstmal wieder alle Schrauben zu. Und somit wäre der mechanische Teil erledigt. Wir nehmen jetzt unseren USB-Stick, auf dem unsere Recovery-Datei drauf ist, verbinden die mit unserem MacBook. Ich habe in dem Fall den Adapter, der sonst hier etwas eng ist. Drücken jetzt die Alt- bzw. auch Option-Taste genannt, gedrückt. Und parallel schalten wir das MacBook Pro an. Bleiben immer weiterhin auf der Alt-Taste drauf. Der Mac startet jetzt. Und er fragt mich gleich, beziehungsweise zeigt mir gleich die Recovery HD an. Das ist also das Backup, auf dem ich meine Backup-Datei kopiert habe, beziehungsweise die Datei, um jetzt ein Backup zu erstellen. Wichtig ist, ich muss mich mit einem WLAN-Netz oder mit einem LAN-Kabel verbinden. Das ist dabei nötig, wenn das Ganze wiederhergestellt werden soll. Das könnt ihr also aus diesem Menü machen. Und jetzt klicken wir eben auf unsere Recovery HD, was jetzt in dem Fall eben sich auf unserem USB-Stick befindet. Nach einer kurzen Ladesequenz wird mir jetzt das Mac OS X Dienstprogramm angezeigt. Ich kann jetzt hier verschiedene Optionen wählen. Ich kann, was wir jetzt machen wollen, aus einem Time Machine Backup das System wiederherstellen, kann Mac OS X auch ganz neu installieren und kann das Festplatten-Dienstprogramm auswählen. Wir gehen jetzt einfach auf die Option aus Time Machine Backup wiederherstellen, klicken auf Fortfahren. Und verbinden jetzt einfach unsere externe Festplatte, auf der sich das Backup befindet, mit unserem Mac. Und klicken auf Fortfahren. Jetzt wird nach Time Machine Backups gesucht. Sollte er in jedem Moment gefunden haben, sobald die Festplatte richtig hochgefahren ist. Wir haben jetzt hier unsere Backup-Datei, klicken auf Fortfahren. Jetzt werden uns diverse Backups angezeigt, die wir auswählen können. Wir nehmen natürlich das aktuellste, das wir kurz vor dem Ausschalten gemacht haben. Und klicken wieder auf Fortfahren. Können jetzt unsere neue Festplatte auswählen. Das ist eben in diesem Fall meine 1TB Festplatte, die ich installiert habe, und klicke auf Wiederherstellen. Jetzt heißt, dass alle Inhalte auf Macintosh HD gelöscht werden. Ob ich wirklich fortfahren will? Ja, ist ja eine ganz neue Festplatte. Und jetzt wird mein Mac wiederhergestellt. Das Ganze kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Es macht also wirklich Sinn, was ich noch gleich machen werde, die Powerverbindung anzuschließen. Je nach Größe des Backups kann es wirklich mehrere Stunden dauern. So, 5 Stunden sind vergangen und mein Backup wurde erfolgreich aufgespielt. Bei mir waren es, wie gesagt, 500 GB, was meine Festplattengröße war. Kann man also grob sagen, pro 100 GB dauert das Ganze eine Stunde. Das Einzige, was ich jetzt nach dem Neustart neu machen musste, war bei Dropbox mein Passwort eingeben und alle E-Mails wurden nochmals heruntergeladen. Ansonsten ist wirklich alles wie zuvor. Ich habe jetzt ein paar Programme ausprobiert, iTunes, Programmierprogramme und ähnliches. Klappt wirklich alles hervorragend und es gab keinerlei Datenverluste und ich habe eine neue, schöne, große Festplatte. Ja, wenn ihr es also so gemacht habt wie ich, Schritt für Schritt, dann solltet ihr auf eurem MacBook Pro eine größere Festplatte mit exakt den identischen Daten haben, ohne Datenverlust, und ihr könnt ganz normal weiterarbeiten. Wenn euch das Video gefallen hat und es für euch hilfreich war, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch und euer Abo freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal.